Oder ihr seid jetzt auf der Suche nach der Schatzkammer, um mit Dukaten Gutes zu tun? Ja. Oder wie? Wir haben. Ja. Also Ich habe keine zumindest, Goldgier. um uns einen Überblick zu verschaffen, mit wie viel Dukaten wir denn Gutes tun könnten. Denn ich glaube, bis wir irgendwo einen Kredit bei Steuermann kriegen, vergeht eine Weile. NW20. Ach, ich habe schon einmal Marie runter. Diese Runde, in die Tür wieder verschlossen ist und ihr diesen Gang wieder nach oben tretet, an der Breckkrone vorbei, du hast das Gefühl, dass du den Schmutz nie wieder loswirst. Den Gestank aus deiner Nase nie wieder rauskriegst. Ich habe das Gefühl, ich habe seit 10 Jahren nicht gebadet. Wir haben mindestens seit 10 Tagen nicht gebadet. Kiara, sag einmal, im Raya-Tempel, wie sieht's da aus? Steht der? Gibt's da noch das Bad? Oh ja, der Tempel ist noch ganz und natürlich das heilige Bad gibt es auch. Gut, was ist eigentlich mit dem Brunnen hier auf dem Gelände? Ihr werdet doch nicht wirklich in den Brunnen baden wollen. Was? Nein, im Brunnen natürlich nicht. Aber zumindest Wasser daraus holen. Nun, wer weiß, was da alles reingefallen ist. Eigentlich, ich finde, ihr solltet euch auch alle waschen. Also, wer weiß, was wir dort alles in der Festung angefasst haben. Das ist ja widerlich. Guckt euch das mal an. Das ist schon wieder so ein Fleck. Guckt doch mal an eure Das sind wohl Ärmel. die Finger von meinem Kettenhemd. Ja, Isarun, wenn du Das an ist doch dir eh so ein schon halb bisschen kaputt. entlang Das ist tastest, ein bisschen Öl, sonst nichts. nur ein bisschen an dir entlang tastest und versuchst, diese ganze Schmiere, die du in den letzten Tagen angesammelt hast, abzumachen, kannst du auch sehen. Zupfst so ein bisschen an deinem Oberteil herum, blickst unter dann deine Rüstung. Du siehst Oh. offene, blutige Schwielen. Als ob du faulst. Oh nein, was ist das denn? Jo, das sieht gar nicht gut aus. Das riecht auch nicht gut. Das ist ja, das ist bestimmt Dämonenschnodder oder sowas. Oh Erinnert nein, der euch. ätzt sich in mich rein. Es erinnert euch ganz, ganz unangenehm an die Narbe von Abelmi. Das kann sein, das ist vermutlich von dem Drachen. Und Isarun kann einige Würmer erkennen, die an ihr sitzen. Verfluche nicht schon wieder. Wie war das mit diesem Gelehrten, den wir aufsuchen sollen? Ja, in der magischen Rüstung, Isildur, den müssen wir wirklich, also ich zumindest. Ihr schaut am besten auch einmal. Notfalls. Ich dachte, diese Würmer befallen nur Magier. Ja, vielleicht. Trotzdem, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nicht jetzt. Das können wir nachher im Badehaus tun. Und Ich hoffen kann doch einfach so nicht mal. ins Badehaus. Was, wenn da andere Magier sind? Ich stecke ich ja da noch an. Nein, nein, ich muss zuerst mit Iolaus sprechen. Denke wohl eher, dass ihr das Pulver von seiner Leiche nehmen müsst, falls er noch welches hat. K können wir uns jetzt konzentrieren? Ja, Schatzkammer. zurückgehen. Ja, erst die Schatzkammer. Ja, wenigstens ein Gutes hat dieser Tag. Ihr findet in den Schatzkammern 12.000 Dukaten. Nun, das ist mehr, als ich erwartet habe. Geht das Schloss noch? Eigentlich ist die Tür magisch abgesichert, aber die ist wohl gerade aufgebrochen. Ihr könntet sie wieder verschließen, dann könnte es sein, dass der Claudibus wieder wirkt. Aber aktuell steht die Tür etwas offen. Es könnte auch sein, dass sich irgendjemand dran bedient hat. Ihr seid euch nicht ganz sicher. Die Münzen sind ein bisschen verteilt in diesem Raum, in dieser Schatzkammer. Abgaben der Stadt. Damit kann man natürlich keine vielen tausend Soldaten bezahlen. Aber zumindest ein bisschen Essen könnte man damit organisieren, wenn es denn Händler gibt. Nun, seht euch das an. Jetzt können wir immerhin einige Forderungen mit blanken Dukaten decken. Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht mal ein Zehnt davon erwartet. Ich denke, für ein ganzes Reich ist das auch nicht eine besonders große Menge, aber immerhin. Darum geht Damit es kann man schon nicht, viel aber Essen wenn. kaufen. Vor allem, wenn die Leute wissen, dass wir Gold haben, werden sie bereit sein, uns Dinge auf Kredit zu gewähren, dass wir mehr auftreiben können. Ja, jetzt ist wohl nicht die Zeit, sparsam zu sein. In der Tat. Nur wenn wir diese Tür wieder schließen, kommen wir sie dann noch wieder auf? Vielleicht sollten wir es eher mit Wachen tun. Die wir woher nehmen?
Ob wir noch mehr Sonnenlegionäre finden? Die Sonnenlegionäre haben Wichtigeres zu tun, als vor der Schatzkammerwache zu stehen. Pantagadisten haben wir keine Lebendigen mehr gesehen, nicht wahr? Ich habe schon seit Wilhelm keine mehr gesehen. Ich habe zwei gesehen. Sie waren nicht Wirklich? Mehr ganz. Oh. Und dann werden wir wohl Söldner besorgen müssen. Ja, nein. Nein. Den können wir doch nicht vertrauen. Exakt. Was ist mit den ganzen Knappen, die Ritter und so für das Turnier mitgebracht hatten? Gibt's davon noch welche? Können wir uns ja mal unter den Überlebenden umschauen. Und sich auch freuen, irgendwas zu tun zu können, auch wenn sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. Vielleicht finden wir sogar noch einen Ritter. Ach, alle sind mit nach Wehrheim gekommen. Wenn wir Glück haben, haben sie ihre Knappen zurückgelassen. Ich denke, wir nehmen einfach ein Säckchen voll Gold mit, zu demonstrieren, dass wir über welches verfügen, und den Rest schließen wir wieder ein. Eine gute Idee. Ja, wir nehmen dann irgendwie die Geldkatze herbei, macht die bis oben hin voll, keine Ahnung, 100 Dukaten oder so. Dann machen wir die Tür wieder zu. 100 Dukaten und das Schloss versiegeln? Wie auch immer es zugeht. Ich weiß nicht, ob man da drehen kann, ob das vielleicht mit dem kaiserlichen Siegel da irgendwas zu machen ist. Ja, du drehst und es klickt. Hervorragend. Auch ein Grund, das Ding nicht zu verlieren. Gut, so könnt ihr euch wieder zurückziehen nach unten und spürt dann die Krone dorthin leiernde legen? Müdigkeit in euch. Ich denke, wir sollten zusehen, dass wir, ihr wisst schon, hier nach... Wo war ich? Raya Tempel, Bad. Wir wollten baden. Ja, gehen wir in den Tempel. Ja, erstmal das Kraut. Könnt ihr das alleine machen? Natürlich. Ich habe doch hier noch eine Pille gegen Erschöpfung. Nehmt nicht so viele davon. Ich bin ja nicht dumm. Ich ignoriere das geflissentlich und gehe dann. Kommt, Karenor. Die Magistra wird schon zurechtkommen. Gut, gehen wir. Ja, und während Yalan und Kiaras in Richtung Tempelhöhe gehen, kann Isarun mit besorgtem Blick sich in der magischen Rüstung umblicken und findet dann, nachdem sie den ein oder anderen Magister gefragt hat, auch Magister Iolaos, schwer verletzt, auf einem der Stühle in einem Hörsaal. Iolaos! Ah, verehrter Kollege! Oh, ihr lebt, gut. Ah. Und ihr erst. Ich bin sehr erleichtert, dass ihr noch hier am Leben seid. Hier ist ja so viel kaputt gegangen. Wie steht's mir um die Akademie? Da ist ja schon einiges an Schäden. Oh, nun... ich habe mein Bestes getan, aber... was soll ich sagen? Das wissen wir doch. Habt ihr noch etwas von diesem Drachenkraut, das wir damals gefunden und verwendet hatten? Es klopft an der Tür und ihr könnt sehen, wie Eldan Gorbas dort steht im Türrahmen. Ach, Kollegas, wo seid ihr denn wieder alle hin? Oh, das ist doch nicht wahr. Hat irgendwer meine Brille gesehen? Oh ja, hier. Ich hab sie hier auf meinem Nachttisch liegen lassen, werter Kollege. Oh, ihr seid eine Rettung. Oh, wer ist denn dieser Neue da? Oh, drüben in meine Augen? Ah, eine werte Kollege, die ich in Weiß-Tobrien getroffen habe. Straf mich einen Lügner, aber ist das nicht das Gewand eines Feindes des Lichts? Das ist es, gewiss. Isarun und Burgelsen, hier sind zum Gruße. Was für eine Ehre. Oh, ein feines Licht und ich habe nicht meine gute Robe an. Ja, diese Woche. Schrecklich. Das kann man wohl laut sagen. Die ganze Akademie und meine ganzen Bücher und meine schöne neue Abhandlung in Flammen aufgegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine schöne neue Abhandlung. Und ich habe das wundervolle Gemälde. Ja, und ich hatte mich gerade damit befasst, mit den allgemeinen Gesetzen der Bauern im Vergleich zu den Adligen. Es war ein wunderschönes Werk. Ja, das war's. Das war's wirklich. Aber... Ja, ein tragischer Verlust, ganz ohne Zweifel. Ja, und ich hatte unsere Kaiserin gerade wieder einmal aus dem Gedächtnis gezeichnet. Ich hatte gerade neue Farben gekauft. Ja. Aber ja, wichtige Dinge. Ja, wichtige Dinge. Warum seid ihr hier? Ich benötige Iolaos alchemische Kenntnisse.
über das Drakundas Drachenkraut. Ach, natürlich, das Kraut. Ich habe kommt mir nicht zu nah, ich fürchte, ich habe mir wieder diese Karfunkelwürmer zugezogen. Nein, nicht wirklich, oder? Doch, die habe ich nur Schlechtes gehört. Nur Schlechtes sagt man sich darüber. Ich kann die auch wirklich nicht empfehlen. Ich bin zwar gerade ein wenig neben mir, aber er zeigt mir die Wunden. Ich muss da sofort. Ich habe das ganze letzte Jahr über viel von dem Kraut gesammelt. Alles in Vorbereitung natürlich und das Wissen verbreitet. Ich glaube, ich habe noch einen Rest. Ich weiß es nicht. Den Göttern sei Dank habt ihr euch darum gekümmert. Kollege, ihr seid immer so gut vorbereitet. Ach, wo ist mein Koffer? Wartet, lasst ihn mich holen. Ihr wusstet ja, wo meine Brille ist. Ich stolziere dahin und hole den Koffer. Wenn Isaron nach und nach ihre Rüstung auszieht und die Robe nach oben schiebt, kannst du sehen, wie dein Bauch offen klafft. Das Fleisch wohl weggefressen und drei zuckende und pulsierende Würmer daran sitzen. Und sie gerade blaue Fäden aus astraler Kraft aus dir herausziehen. Das sieht ja schrecklich aus. Das ist auch schrecklich. Wahrlich. Aber das kriegen wir wieder hin. Keine Sorge. Ich habe Abel mir wieder hingekriegt. Ich kriege auch dich wieder hin. Daran habe ich natürlich keinen Zweifel. Am besten hier bei der Bauchwunde, da habe ich nämlich auch so eine fiese Unwurzel durchbekommen. Ein Unwurzel! Oh mein. Welche Sünde. Nun, das könnte ein wenig länger dauern, als ich gedacht habe. Ich kram dann so ein bisschen im Koffer. Hier, trink das. Das ist für die Schmerzen. Ach so, die kann ich aushalten. Ich heb dann so das Skalpell hoch. Nein. Gut, wenn ihr das so sagt, ja. Isaron trinkt. Eine Operation, wie spannend! Ja, wo fangen wir an? Erstmal die Würmer weg und das Pulver bereitlegen. Ich hoffe, da sind keine Splitter zurückgeblieben. Ich denke, großzügig schneiden, mein Herr, großzügige Schnitte. Man will ja kein Unmaterial zurücklassen. Ja. Natürlich. Ich glaube, ich habe noch genug Kraft, um danach eine anständige Heilung durchzuführen. Ich hab noch meine Astralenergie, sie ist alles. So viele Heilung, so viele Verletzte. Ich hatte ein wenig Zeit zu meditieren, zum Glück. Wirklich? Beneidenswert, Kollege. Ja, ich wollte eigentlich mich selbst heilen, aber nun, ich denke, das hier ist wichtiger. Tatsächlich kannst du jetzt erst erkennen, wie bei Iolaos das Bein in einem merkwürdigen Winkel absteht, aber bisher noch nichts weiter gesagt hat. Ich habe natürlich selbst etwas von meiner Medizin genommen. Ja, und während die chirurgischen Kenntnisse der beiden Kollegi dazu führen, dass du dich von den widerlichen Karfunkelwürmern von Daimoroch befreist, damit sie nicht an deiner astralen Kraft saugen und lutschen, du nach und nach befreit wirst, sinkst du dann auch irgendwann entweder durch die Medikamente oder durch die Entkräftung in den Schlaf, trotz der Pastillen. Und dann dämmert es. Ömer beginnt seine Reise. Was denn Beginn? Ich dachte, du wolltest in der Nacht nochmal wiederkommen. Ja, genau. Achso, ja gut. Ich dachte jetzt gerade, kommen irgendwelche Albträume oder so erstmal. Nee. Gedacht, jetzt beginnt deine Reise. Nee, du kannst... Regeneration? Achso, du wolltest... Ja, okay, dann können wir erstmal die Regeneration durchführen. Aktuell schlaft ihr ordentlich, nicht unter freiem Himmel, nicht in den Trümmern. Also irgendwie schon trümmerartig, aber ich gebe euch allen mal ein W6 minus 1... Astrale Kräfte für Isaron nicht, aber für Abel mir. Gut, dann beginnt die Reise von Ömer. Nachdem er sich erholt hat, ausgeschlafen hat, sofern es eben möglich ist, normale Betten, die in den Rosskuppeln dann zur Verfügung standen, mit Schlamm, mit Tiergerüchen in der Luft liegen, mitten in der Nacht. Ja, dann wird man sich wieder zurück in die Stadt begeben. Wahrscheinlich muss man sich schleichen und Schleichwege benutzen, um nachts so in die Stadt zu kommen. Und dann will man zum Briklo-Platz, zum Zwölfgötterplatz, meine ich. Genau. Ja, der ist nicht wirklich leer. Du siehst hier, wie viele Menschen auf offener Straße obdachlos liegen, sich gebettet haben, irgendwelche Stoffe über sich gestrichen haben, damit sie dann vor der Kälte der Nacht geschützt sind. Es regnet über euch. Sodass dann der stetige Regen, das stetige Platschen über dir
ihr auch so ein bisschen ja, Umgebungsgeräusche gewähren, die dich dann leiser machen. Die Pfützen, durch die du schreiten kannst oder die du umgehen kannst. Und ja, wolltest du alleine gehen oder die Tobria mitnehmen? 3, 4 Stück? Ja, erstmal alleine. Gut, dann bist du alleine. Ja, kannst du wie gesagt sehen, dass der Platz nicht verlassen ist, aber allesamt schlafen sie. Kannst du noch einen Nachtwächter erkennen, der da gerade von der einen zur anderen Seite rübergeht? Mit einer kleinen Laterne. Dann warte mal kurz, man hält sich ja schließlich auch nicht an das Gebot, dass man eine Laterne tragen muss nachts, und deswegen will man sich einfach nicht erwischen lassen und sehen lassen. Und dann will man einfach mal zu der Statue und an dieser Gürtelschnalle ein wenig rumfingern und anfassen und drüber streichen. Denn was man vorher gesehen hat, was vielleicht Gold war, lässt sich ja vielleicht mit den Fingern ganz anders ertasten. Mhm. Die gehört definitiv nicht dahin. Deine Baukunst sagt dir, sie ist steinverkleidet, aber aus Gold bestehend. Ist also Mörtel oder so etwas da drüber gestrichen worden, der dann aushärtete, der dann so ein bisschen bröcklich ist, der nicht zu der Konsistenz der übrigen glatten Statue passt. Gut, damit ist man erstmal sehr zufrieden und will nochmal gucken, ob man vielleicht am Brigelow-Platz noch etwas Ungewöhnliches findet. Will sich dort nochmal umschauen. Am Brigelow-Platz selbst findest du ja nichts Ungewöhnliches. Du blickst dich ein bisschen um. Das Theater Fuchsbau, in dem du vor einem Jahr auch standest, ist auch wieder eingestürzt, schon wieder. Du guckst ein bisschen weiter in Richtung Norden, da wo der Perrine-Tempel steht. Auch da kannst du einiges Wimmern und Wehklagen hören. Auch hier viele Leute, die obdachlos auf der Straße liegen. Einige Rufe von Verletzten, die dann aus dem Hypodrom dann erschallen. Riecht immer noch widerlich nach verbranntem Menschenfleisch. Und der Rondra-Tempel der Sankt Adare, der hier auch leicht kaputt steht. Da hat man allerdings auch schon viel beiseite geräumt und du siehst wohl auch einen Anschlag, dass hier die Toten der Stadt aktuell gesammelt werden. Es riecht nach Kräutern heraus, also nach vielen, vielen Kräutern, die so ein bisschen dann diese Luft überdecken sollen. Zum einen, weil viele im inneren Tempel liegen, zum anderen, weil draußen eben auch der Gestank nach Menschenfleisch ziemlich groß ist, was natürlich vom gegenüberliegenden Drom und dem Eingang hier dann rauswallt. Aber ansonsten nichts Ungewöhnliches. Kann man einfach mal versuchen, heimlich sich in den Rondra-Tempel hineinzubegeben. Vielleicht findet man ja die Schlafgemächer und kann einen Blick irgendwo hier mal so hereinharschen oder so. Es gibt ja sowieso nicht mehr viele Rondra-Geweihte, die ja grundsätzlich leben. Ja, der flächengrößte Tempel auf Aventurien, der hier steht, auf geschichtsträchtigem Boden, wenn du meinst. Du siehst, wie er abgedunkelt ist, nur wenige Kerzen, die hier rechts und links dann stehen. Es stinkt unglaublich nach Kräutern und Gewürzen, nach Lavendel. Aber der Geruch nach Tod lässt sich einfach nicht verdecken. Zweistöckiges Bauwerk aus weißen Kalkböden und wenn du nach oben blickst, gibt eine große Galerie, also keine richtige Decke, die hier da niedrig hängt. Geht dann wohl erst auf 12 Schritte oder so nach oben. Und kannst dann an den vielen aufgebahrten Leichen vorbei in Richtung der Sakristei gehen. Dauert natürlich ziemlich lange, wenn du dich da lang schleichst. Ja, schauen wir uns mal um. Kannst dann sehen, wie ein Schatten auf dich zukommt. Möchtest du dich verstecken? Ja. Immer versucht sich selber irgendwo anders in den Schatten reinzudrücken. Ja. Du schaffst es gerade noch rechtzeitig, dich um eine Säule herumzudrücken und kannst dann sehen, wie Bruder Stygomar in einer schwarzen Robe an dir entlang schleicht, geht wie ein Schatten. Er schleicht nicht wirklich, aber er ist ziemlich still für einen alten Mann. Mit seiner schwarzen Robe und blickt da nach rechts und links hier die Toten dann an. Kontrolliert noch einmal. Geht dann wohl in Richtung Ausgang bzw. zu der Tür. Ich bin durch das Loch hinein, du hast ja das Loch beschrieben gehabt. Das war ja sozusagen noch nicht ganz geschlossen, ne? Okay. Ja, man will weiter gucken, will sich weiter leise durch den Raum bewegen und zu gucken, ob man hier irgendwelche Schlafgemächer von irgendwem findet. In der Hoffnung, dass hier vielleicht der arm- und beinlose Prediger der Rondra-Kirche ist, ob man bei dem etwas Ungewöhnliches findet oder ob das einfach nur, ob der wirklich einfach nur ein guter Typ ist, der hier die Märtyrer anpredigt. Mhm.
Ja, gehst dann weiter, kannst Speisesaal und Waffenkammer erkennen, Archive, die Kammern von den Geweihten und den Akoluten, den Novizen und die Gästezimmer für reisende Geweihte. Blickst hinein und auf den ersten Blick kannst du dann auch finden, Tür steht nicht ganz offen, schnarcht er. Die Holzprothese, zumindest das Holzbein, hat er abgelegt. Steht neben dem Bett. Ja, dann mal reinschleichen einen Schritt, in der Hoffnung, dass jetzt nicht irgendwas ein Hund bellt oder so ein Scherz. Und nachdem man sozusagen einen Schritt hineingemacht hat, erstmal kurz abwarten, ob jetzt hier irgendwas sich tut. So, dass man noch so ganz nah an der Tür ist. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dann weiterhin zur Prothese und die Prothese einfach mal mitnehmen und zu gucken, ob man irgendwo dann sozusagen außerhalb des Raumes, also die Tür auch wieder anlehnen und irgendwo außerhalb des Raumes vielleicht irgendwo eine Schießscharte oder ein Fenster sieht, wodurch dann vielleicht ein wenig Mondlicht oder so etwas hineinscheint, wo man dann sozusagen die Prothese sich mal mit etwas mehr Licht, was man aber nicht extra mit einer Laterne oder Fackel machen möchte, sich anschauen kann. Gib mir nochmal eine weitere Schleichenprobe. Er schläft natürlich, dementsprechend könnte das erleichtert sein. Zimmer. Das ist ihn einfach nur erschwert. Sieht sehr gut aus. Kannst du dann dich reinschleichen, nimmst dir die Prothese und kannst dann auch sehen, wie er die Armprothese wohl immer noch trägt. Die hat er nicht abgenommen. Es gibt da wohl sowas wie einen Schraubverschluss, dass er das Bein einmal andrehen und abdrehen kann. Und sich damit dann nach draußen stehlen und durch eins der großen Fenster guckst du dann mit dem Mondlicht beleuchtet dir die Prothese an. Nichts Ungewöhnliches. Anatomie? Habe ich nicht, aber man tastet auch mal sozusagen einfach entlang und ja. Ich glaube, ich habe keine Anatomie im Moment. Heilkunde, Wunder. Doch, habe ich wohl. Ich habe halt Anatomie. Nicht viel, aber etwas. Von Abel mir gelernt. Du hast nicht viele anatomische Fähigkeiten, aber er sagte etwas davon, dass die Ogre ihm das Bein abgerissen oder abgebissen haben. So wie der Schaft greift, müsste man vielleicht nochmal Abel mir fragen und diese Prothese zeigen. Man tastet ein wenig herum und überlegt sich, dass man später eine Zeichnung anfertigen will. Und deswegen schaut man sich das mal genau an und tastet auch ein wenig ab. Und tastet auch an den Stellen, wo man sich denkt, wie sieht das denn da aus und wie fühlt sich das an, um dann später eine genaue Zeichnung anfertigen zu können, wenn man sozusagen nicht mehr gerade im Einbruchsmodus ist. Dann gib mir mal eine Malen- und Zeichnenprobe, dann können wir das vielleicht damit nochmal klären. Oh, die Details sind wichtig für Abelmir. Du fertigst in der Dunkelheit der Nacht eine Zeichnung ab und kannst dann das Bein, die Prothese wieder zurückstellen. Als du dann wieder zurück an das Licht trittst, an das Mardamal, kannst du sehen, dass deine Hände wohl etwas blutig beschmiert sind. Ja, man schaut mal nach, ob das jetzt hier, man hält mal Ausschau nach vielleicht einem Krug Wasser oder so etwas. Hat man vielleicht so etwas unterwegs gesehen, um sich die Hände ein wenig abzuwaschen? Ob das jetzt das eigene Blut ist oder ob das Blut aus der Prothese vielleicht ist? Ja, du kannst ja auf alle Fälle eine der Pfützen nehmen, die dann vor dir auf dem Brickloplatz schwimmen. Kannst einmal kurz deine Hände reintauchen, ein bisschen durchwischen und dann, ja, du selbst blutest nicht. Kam wohl von der Prothese. Ist das vielleicht ein Dämonenmal? Dämonenmale könnten bluten. Ja, gut. Und so verschwindest du wieder in die Nacht. Wir schreiben den nächsten Tag. Erster Ingrim. Und ihr sammelt euch wahrscheinlich wieder in der alten Residenz? Ja. Immer schon. Glaube ich. Lass mal schlafen. Ich gehe erstmal baden im Gaia-Tempel. Und ich möchte dann meditieren. Kann ich hier die anderen da abholen? Ich möchte auch meditieren. Wenn wir sowieso schon dabei sind. Ja, alles klar. Ja, dann ausgeschlafen. Seid dann ja sehr früh, also gegen 16 Uhr ungefähr, vielleicht 17 Uhr seid ihr dann in Richtung der Schlafstätte gegangen. Habt dann in der Nacht ausgeschlafen und könnt dann meditieren. Wahrscheinlich Kamal, also dann mehr Kamal. Hast du gesehen, was der geschrieben hatte? Habe ich gesehen, nächsten Morgen meditieren, 2 Tage her, ist eine +8, Handel in göttlichem Auftrag, -7, nee, kriegst du nicht. Okay.
Der göttliche Auftrag ist abgeschlossen. Bin in Harmonie mit dem Weltgeschehen, minus 2, das ist richtig. Tempel ist geweiht, minus 3. Und medial dann nochmal minus 1. Genau, der Mitbetende. Genau. Unter der Annahme, dass ich keine Erschwernisse kriege, schreibe ich mir jetzt einfach die 9 auf, weil. Ja, guck's dir an. Ja, bei Kiaras ist vor allem das Problem, dass er schon, oder noch 2 Tage her ist, das Problem. Also 2 Tage her, deswegen hatte ich eine 8er Erschwernis. Ja, vor 2 Tagen war ich noch nicht mal geweiht. Ja, Rafim steht auch neben euch, ziemlich ungeduldig, und wenn dann Isarun gebadet ist, könnt ihr aufbrechen. Die Pülverchen und die Kräuterchen und die Salben von Magister Iolaos und auch Eldan Gorbas haben selbstverständlich geholfen, und die ersten Erscheinungen der Tentakelwürmer, die in deinem Leib wucherten, dann bekämpft, sodass du dann den Schmutz von dir nehmen kannst. Fühlt sich trotzdem so, als würdest du nie wieder sauber sein, als ob der Körper gar nicht zu dir selbst mehr gehört. Ja, und wenn ihr dann Abelmir abgeholt habt, wollt ihr Leonardo wieder mitnehmen oder soll der da bleiben? Ich würde sagen, der soll da bleiben irgendwie. Jo. Ich habe ihm noch mal aufgegeben, dass er sich mal was überlegen soll, wie man die Straßen frei bekommt. Ja, wird er dann machen. Da wird er dann zumindest eine Mechanik oder eine Feinmechanik wird er ein Interesse haben. Hat mittlerweile in der Uhr, also er ist mitten in der Nacht wieder aufgestanden, hat da weiter rumgeschraubt und hat die Uhr dann auch fertiggestellt. Die war danach noch, also die Uhr selbst ist danach für ihn auch nicht mehr interessant und die liegt dann einfach nur noch neben ihm. Das heißt, du könntest dir diese Uhr sogar aufschreiben, er braucht sie nicht. Ich würde ihn auf jeden Fall vorher fragen, Leonardo, darf ich diese Uhr halten als Andenken an euch? Ja, selbstverständlich, ich brauche sie nicht. Ich habe meinen Weg geschlossen und muss etwas Neues schaffen. Vielen Dank, vielen Dank. Mich magomechanischen Wesen. Diese Magomich, ja, was ist mit denen? Ich sitze gerade in der Konstruktionszeichnung von ihnen. Aha. Lass mich einmal schauen. Ich schraube so ihre Schulter so halb. Ja, kannst da drüber sehen und hat da wieder angefangen mit seinem 8-speichigen Rad. Das ist wohl immer so die Ausgangszeichnung bei ihm und ja, lüftelt da dann gerade und schraubt dann andere Räder dran dazu. Interessant. Drehrichtung aufgeschrieben. Drehmomente. Wozu dient dieses Kreuz dort an diesem kleinen Zahnrad? Oh, das vermindert die Kräfte, mein Freund. Ihr müsst wissen, dass die Kräfte sich dann, je nachdem, ob die Zahnräder klein oder groß sind, dann auswirken. Und die Übersetzung. Die Übersetzung ist der Schlüssel dafür, dieses Kreuz an dieser Stelle. Interessant. Ich würde euch so gern zuschauen, aber ihr wisst, die Arbeit ruft. Die Arbeit. Ja, ich denke, hier bin ich bestens aufgehoben. So viele Bücher um mich herum. Ich will bei Zeiten nach euch sehen. Ja, so können dich die anderen 4 abholen. Beziehungsweise du kannst dann selber rübergehen und treff dann morgens gegen 9 Uhr in der alten Residenz ein. Also mir geht's schon viel besser. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber... Oh! So ein richtig schöner Schlaf im Tempel. Danach geht's mir immer gleich viel besser. Ich habe Hunger. Gibt es hier irgendwo Brot oder Käse? Ich habe gefühlt seit Tagen nichts gegessen. Das Essen ist bestimmt schmutzig. Abelmir, ich habe da mal so eine Frage. Ja? Ich habe da jemanden, der hat eine Prothese oder hätte ganz gerne eine, aber... Dem wurde das Bein ausgerissen oder abgebissen, ich bin mir ganz sicher. Und ich habe da mal so eine Konstruktionszeichnung angefertigt. Kannst du das mal anschauen? Guck mal, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ich schaue halt drauf. Wird das passen bei so einer Sache? Wie groß ist euer Freund? Oh, jetzt, wo er keine Beine mehr hat, ist er ungefähr so groß. Und zeigt mal. Mhm. Was muss ich würfeln auf Anatomie, ja. Jetzt auch nicht so prickeln bei mir, aber probier's mal. das könnte passen. Ja, doch, das könnte passen. Es ist zwar etwas verschoben von der Größe her, also, er müsste ein wenig humpeln. Dieser Mensch, tut er das? Das weiß ich nicht. Die Prothesen sind ja noch nicht fertig.